Hallo und herzlich willkommen. Ich muss doch bitten. Hörst du mal auf, Blitze wegzuscheuchen? Zu einer weiteren Folge von dem Spiel The Witcher 3. Ja, und wieder mit mir, Donplayer85. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir nehmen mal da drüben gleich den Weg, Gedöns, Pfosten, Weiser, wie auch immer. Ja, komm. Du würdest genau einen guten Seemann abgeben, bis die Kotzerei anfängt. Schnellreise. Wir sollen jetzt Grenzposten dorthin. Jedenfalls Schnellreise nach. Wenn du ein Gegner aus vollem Galopp einen Stichstreich verpasst, ist er möglicherweise sofort tot. Ja, das haben wir auch schon rausgefunden, dass vom Pferd das um einiges besser geht. Ah, die paar Meter können wir laufen, denke ich mal. Und des Weiteren kann ich ja noch mal gucken, ob ich hier in die Buchen reinkomme. Wenn ich denn Tür finde. Ja, danke. Oh, das Fleisch, das kann man alles verkaufen, Leute. Macht ihr alle nackig. Ich brauche das Geld. Vielleicht kriege ich bestimmt wieder auf die Fresse. Obwohl, eigentlich stehen wir unter dem Schutz vom Baron. Also die Wachen dürften uns ja gar nicht angreifen, ne? Rein theoretisch. Toll. Abgeschlossen. Hier rein. Hallöchen. Einfach gehärtetes Leder. Holzfell. Feuerin. Und das völlig in Ordnung, was ich hier mache? Mich auch. So. Der nächsten Butze. Da drüben waren wir. Und Stall. Kurz warten. Nicht. Darfst mir gar nichts tun. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer. Mutant. Ja, bitte. Du hast mir jetzt dein ganzes Zeug, weil du mich beleidigen wolltest. Hast du davon? Überleg dir, was du sagst, das nächste Mal. Händler, ne? Wie wär's mit einem Krug Apfel? So, pass mal auf. Zeig mir deine Ware. Ja. Erstmal hat der hier nämlich Windkarten. Mich schon mal los. Und dazu kommt noch, das hat auch nicht mehr viel Geld. Aber ich habe gerade festgestellt, bei dem anderen Händler, dem anderen Dorf, die zahlen mehr für Felle. Also ich weiß jetzt nicht, ob er auch, aber der andere hat mehr gezahlt für die Felle. Hier von ungerne kaufen. In Fasperi, verbrannte. Haben wir eigentlich auch alles in Äther schubsen, oder? Aber ich weiß jetzt noch nicht, was wir schon gelesen haben, was nicht, was wir vielleicht noch für eine Quest brauchen. Aber hier müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal aufräumen. Auf jeden Fall. Hier müssen wir auf jeden Fall mal aufräumen. Hilft ja alles nichts. So, haben wir wieder ein bisschen. Leb wohl. Mit Gwind spielen weiß ich nicht, ob ich euch das weiterhin antun soll. Müsst ihr mir schreiben. Lieber ganz weglassen oder wollt mehr davon sehen. Also eine Stimme kenne ich schon. Die sagt definitiv, lass das sein. Das ist langweilig. Keinen Arsch sehen.
Aber vielleicht sagt ihr was anderes. Ansonsten spiele ich Gwind einfach zwischen den Aufnahmen. Bin ja flexibel. Immer schön alles noch wegplündern. Drüben. Was denn? Ein Auge. Hm? Siehst du meine Muskeln? War noch was? Da war noch was. Ja, deine Muskeln habe ich übrigens gesehen. Das hat wehgetan. Ganz toll. Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Ah, hier ein bisschen verwirrend. Hier ein bisschen verwirrend. Erhöht ihr den Tribut für sie? Natürlich. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Jetzt ein Hexer, oder was? Da würde ich mal mit zum Arzt gehen. Typ auf jeden Fall. Dunkeleisenplatte, Dummerz. Na ja, läuft. Ich habe auch schon überlegt, alles zu verkaufen, gar nicht selber zu craften und dann nur zu hoffen, dass ich jemanden finde, der mir relativ starke Waffen und Rüstungen verkaufen kann. Aber weiß ich nicht. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. Genau, sag mal. Fluss. Ja, wie gesagt, hatte ich auch schon überlegt, alles zu verkaufen, einfach um so Kohle reinzubringen. Aber ich glaube, wir fahren doch am besten mit der Taktik drin. Dass ich gucke, dass ich dann, wie gerade eben zum Beispiel, hey, die paar Rezepte. Ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorknüpfen. Die alte vom Schmied? Die paar Rezepte. Mann, jetzt lass mich doch mal mit ihm reden. Ein paar Rezepte da ranholen und dann selber craften. Ich glaube, damit fahren wir am besten. Zeig mir, was du hast. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Brust. Hier ist verdammt. Wo es eigentlich gar nicht mal so teuer ist, ne? Aber es ist Level 10. Mal gucken. Haben wir jetzt hier eigentlich alles verkauft? Oh. Haben wir. Auf Wiedersehen. So, nochmal eine Rüstung. Irgendwie eine Brust. Wie kann ich. Ich würde mir gerne dein An. Da war ja auch noch eine Questreihe irgendwie verbunden, ne? Diese Handeln, was hat denn der hier eigentlich? Schützen. Ne, der hat die Brust nicht dazu zum Assassinen. Ne, vertragen wir momentan? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Brünnchen Quinn, Rüstung anfertigen. Leb wohl. So. Will den hier noch machen? Rein? Nein, natürlich nicht. Was passiert? So, mal wieder alles hier aufwerten, verstärken. Den Baron. Ich bitte euch. Ich bin unschuldig. Er stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Auf zum Baron. Sag mir endlich, was hier passiert ist. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Also wo sie hin ist. Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter. Ich dachte, trotz allem. Oh. Hm.
Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues, aber ich bin ihr auf der Spur. Was hältst du dann, Maulaffenpfeil? Finde sie. Eine große Schnauze. Bis dann. Wir haben ihn ja schon mal eine reingedrückt, ne? Also ich wäre an seiner Stelle ein bisschen vorsichtig. Aber gut, manche lernen es einfach nie, ne? Untersuche alle verbleibenden Spuren in Venen und finde die Frau des Barons. Ernsthaft. Ich hat keine Dingsbums. Moment. Leute, Venen ist riesengroß. Das ist alles Venen. Mal schauen wollt. Okay. Komme ich denn hier nochmal auf die Weltkarte? Genau. Das ist Velen. Das ist alles Velen. Ich glaube nicht, dass er nur den Bereich meint. Und die Quest besagt jetzt Untersuche und bla und blub und Spur und von Mutter und ja. Und wir haben hier keinen Punkt für den Hinsollen. Quests. Hier. Untersuche alle verbleibenden Spuren in Velen und finde die Frau des Barons. Der Baron erwies sich jetzt sehr Verhandlungspartner, der genau wusste, wie viel seine Informationen wert waren. Er erklärte sich selbst. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Alter. Nee, das lesen wir nicht. Ich kann ja nochmal kurz durch das Haus laufen mit meinen Hexen. Aber ich glaube, das wird nicht von Erfolg geprägt sein. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwelche Spuren finden. Das hatten wir ja schon. Die müssen Ciri gehört haben. Genau. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Haben wir ja schon alles durchs reingeguckt und überhaupt und da und blub. Ich glaube, wir werden nichts mehr. Wo ist denn das kleine Mädchen? Vorhin, letztes Mal noch hier in dem Raum. Ah. Schwalbe. Die Schwalbe. Gut, mit ihrem Versuch zu lernen ist sie noch nicht weitergekommen. Alle verbleibenden Spuren wählen. Damit ist, denke ich mal, nicht das hier gemeint, also das Haus. Ich werde jetzt nochmal hoch. Da ist noch was. Zuerst kamen die Armeen, dann die Pocken, jetzt der Hunger. Der Sensenmann muss großen Spaß haben. War einfach nur die Spuren, ne? Die dann gefolgt sind, deswegen sagt er dazu jetzt auch nicht mehr. Außen war einfach eine Duftspur, die gefolgt sind. Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Nee, war. Ah, da ist noch. Doch noch eine rote Lupe. Das ist doch quasi das hier, oder? Warum ist die Lupe da? Aber hier nicht, da nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. An Seite mal rangehen. Lupe auch weg. Hä? Muss ich nicht verstehen. Jetzt ist sie wieder da. Die Pocken, jetzt der Hunger. Das war der Tisch hier, ne? Das ist das Ding hier. Naja. Was willst du machen? Du Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Ich glaube schon.
Nix. Ich ein Gemächer auch nicht. Ja, ich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ob man einfach jetzt erstmal die ganzen kleinen Quests machen soll und irgendwann stößt man wieder drauf oder wie sich das hier gedacht haben. Kann mal runtergehen. Wie eine nilfgaardische Leiche. Naja, du riechst auch nicht besser. Hol den Sonderling raus. Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Hier war nichts mehr, ne? Nö. Denke ich da hinten los. War da schon drin? Ja, das war das eine, was ich hier nicht... Du suchst Ärger. Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Was sagen, was ist mit denen in Ordnung? Hm. Und Speicher damit. Keine Ahnung. War ich auf jeden Fall auch schon. So. Hier mal raus. Kurz vom Balkon mit unseren Hexer sind, ob wir da vielleicht noch was sehen, aber ich glaube weniger. Das Feuer. Ich hatte gerade das Rote an meiner Rüstung gesehen. Und habe gedacht, ich habe da was gesehen, was rot ist. Und das war dann doch nicht so. Du hast einen Beruf. Mal kurz durchbrennen. Das bedeutet weniger Hunger für dich. Und zack. Oder? Oh, ein Brunnen. Na nü. Noch mal kurz gucken. Hier los. Natürlich. Finden wir einfach mal hier so. Wer hat das hier versteckt? Treibt sich hier unten rum. Schon ins Spooky, muss ich sagen. Und da ist irgendwie... eine ganz schön so rum. Wie lang? Warum willst du mir jetzt erzählen, dass ich nicht durchgeht oder was? Hallo? Hm. Sehr nett. Da durch. Hier ist irgendwie ein Zeichen, aber das ist oben. Ist das nun der Ausgang, den er macht? Und einfach nichts, ne? Kommt wieder raus. Hey. So, das ist quasi... Ah! Ricky! Was versperrt? Ich komme durch. Hm.
Okay. Dann schläft gerade ein. Gut. Ausgang, ne? Ja. Oh, Moment. Hm. Ah ja. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Aber ich denke mal, wir haben jetzt hier ein paar Sachen gefunden. Gucken wir mal kurz. Sammeln rein. Wir haben eine Rune, Angriffskraft. Haben... Tagebuch eines Feuerschluckers. Hier haben wir ein bisschen Zeug bekommen mit Reed, talala. Aber natürlich kein Smaragd, ne? Nö, 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 nö. Aber einen makellosen Rubin. Oh, angeblich 400 wert. Aber das Spiel kennen wir ja mittlerweile. Waschen uns ja gerne mal hier, ne? Eine Pfeife. Einen guten Fick. Ich sag euch, wo Fick. Die Weiße ist. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Des Barons. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Geh los. Warum darf ich mir nicht einfach die Rüstung mitnehmen? Hm, was ist da los? Hm. Abgeschlossen, natürlich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das überhaupt hier sein soll oder ob das überhaupt was ist, noch ein Hinweis. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Oder die Tür? Der Weidele hat erzählt, ein kleines Scheißhaus. Aus einem Elfengrab kam. Es ist ein kleines Scheißhaus. Hallo, darf ich? Darf. Ich bin ja noch voller Hoffnung, dass ich hier irgendwo einen Smaragd finde. Es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Höhlen bei Mittelhain und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Mhm. Ich wollte jetzt mal... Moment. Der Nachbar hat eine tote Frau. Sie lag da, ganz still. Ihre Kehle war aufgerissen. Ohne einen einzigen Tropfen Blut. Darüber reden die Leute im nächsten. Nein. Geht natürlich nicht. Kommen wir rüber. Nein, wir müssen außen rum. Ich dachte, die Tür hätte geleuchtet. Oh, eine Kiste. Daran. Nein, ich will die Kiste. Oh. So bunt wie das aussah, ist das bestimmt gut. Hier laufen wir mal über die Dächer. Nicht. Oh. Da möchte ich auch gerne mal rein. Wäre sehr famos. Ich. Ja. Nice. Da. Hm.
Soll denn das funktionieren? Ja, war ja das. Nicht das. Das. Na, geht doch. Dies war's. Meine Hand ist eingeschlafen. Ah. Etwas unangenehm. Oha. Hier raus. Nichts passiert. Suche alle verlorenen Spuren in Velen und finden die Frau des Barons. Ey, das ist doch... Der kann ja überall sein. Ernsthaft. Haben wir überall drin, das ist dünnes. Dieses Quatsch. Ich würde sagen, wir... Ja, finde heraus, ob Sirin wählen. Ja, ja, ja. Hexenjagd. Finde die Hexe auf eigene Faust und befrage die Bürger Mittelhains nach ihr. Finde ein Schiff nach Skellige. Besuche Triss in ihrem Haus. So wie gerade. Gewinnt. Wählen. Fliegende Fäuste wählen. Besiege den Schmied. Wie mache ich das denn? Moment. Muss ich einfach zum Schmied gehen? Oder? Offensichtlich nicht. So, Ich verstehe. Kann ich da hinten reisen? Nein. Da kann ich. Gib erstmal Schwarzzweig. Gehen wir mal schnell raus hier. Ich glaube, den Einkampf kriege ich auch noch in die Folge rein. Klick da. Genau. Komm. Uff, Geralt. So, was fällt's? Wo ist er? Da oben. Ach, der Kleine. Ist das nicht? Ach, die prügeln sie schon. Buchmacher. Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Bin bereit. Oh, Wetteinsatz. Ja, machen wir es mal 25. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Alter, der hat mir richtig eine gerückt. Alter, guckt's euch an, Leute! Easy! Der Vagabund hat Jonas besiegt! Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Ich will übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. So, haben wir unseren Wetteinsatz erstmal verdoppelt. Hier haben wir auch nochmal so einen Schmied. Das ist einfach nur eine Schmiede. Hallo? Ich vermute mal, weil wir ihn gerade verjagt haben. Toll. So richtig, oder? Irre ich mich da gerade.
Raus, spiel an. Cool, der Schmiede ist hier. Ich glaube, den muss ich erstmal holen. In der Tracht Prügel. Waffenschmied. Hier kannst du Waffen herstellen. Bestehen die Ausrüstungsgegenstände reparieren. Ausrüstung. Genau. Aber der hat er erstmal gerade auf den Kopf bekommen. Der muss erstmal überlegen, wie er heißt. Jo. Meine Freunde, dann würde ich sagen, ein glorreiches Ende dieser Folge mit einem Sieg quasi beendet. Und so, ich weiß gerade nicht, wie ich da weiterkomme mit der Mutter und alles. Ich würde euch gerne um Hilfe bitten, aber ich möchte halt nicht gespoilert werden. Da besteht immer die Gefahr, wenn ich euch bitte um Hilfe, dass ihr dann zu viel schreibt und mir spoilert oder irgendwie was. Und deswegen, nein. Danke, aber nein. Kriegt das schon irgendwie raus. Außerdem haben wir im Wählen noch so viel zu tun. Das ergibt sich, denke ich mal, von alleine. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, ich bin raus und ciao.